Hallo, guten Morgen. Ich wollte euch heute mal mein Rohkostbrot zeigen. Das ist ja das erste Mal, ich will das jetzt mal in der Sonne trocknen. Ich habe das sonst immer im Backofen gemacht und heute möchte ich es mal in der Sonne probieren. Es ist jetzt noch früh, gleich kommt die Sonne hier auf die Terrasse und es ist eigentlich perfekt gerade. Rohkostbrot wird nicht erhitzt über 40 Grad, also Rohkostqualität ist ja immer unter 40 Grad, 42 Grad sagen manche. Da muss ich jetzt nachher mal gucken, wie ich das in der Sonne, sollte es ja nicht 40 Grad sein. Wir sind aber hier auf den Bergen und das denke ich, das haut gut hin. Was ich gemacht habe, hier ist der Teig. Und zwar ist es jetzt einfach nur, ich hole mal die Kamera. Das ist jetzt einfach nur gekeimter Buchweizen. Man sieht sogar hier noch so die kleinen, Würzelchen bzw. die kleinen Keimlinge und ja, gekeimter Buchweizen. Ein Teil habe ich gemahlen im Mixer, klein gemacht und ein Teil habe ich so dazu gegeben, weil das immer so ein bisschen knusprig dann ist. Und der Rest ist einfach nur Chia und ein paar schöne dicke Basilikumblätter. Und das duftet ganz, ganz fantastisch. Und ich merke schon, wie die Flüssigkeit durch den Chia jetzt auch aufgesogen wird. Ich habe ein bisschen Wasser noch dabei gemacht, einfach nur, weil der Mixer das dann nicht schafft. Und ja, jetzt werde ich das mal aufstreichen. Und zwar habe ich hier diese riesigen Siebe. Die sind, die sind aus unserer Ferreteria, aus dem Eisenwarengeschäft. Ich weiß gar nicht, die nimmt man vielleicht zum Trocknen auch. Wir haben hier hinten noch die Algarobo-Kerne drin zum Trocknen. Und die kann man ganz toll übereinander stapeln. Das ist total super. So habe ich nämlich eins in der, eins unten, eins in der Mitte und dann mache ich das oben drauf und dann ist es abgedichtet und dann kommen da keine Tierchen dran. Und das ist, ja, das ist so das Dörrgerät der allerbilligsten und einfachsten Wahl. Man kann natürlich sich auch ein Dörrgerät kaufen. Das werde ich bestimmt auch irgendwann mal machen. Aber jetzt halt noch nicht. Deswegen mache ich das jetzt noch auf die altertümliche Art und Weise. Und ich denke, mit Sonnenenergie ist es auch wirklich bestimmt nochmal ganz besonders. So, jetzt werde ich das mal aufstreichen. Mal gucken, wie ich das hinkriege, damit man das sehen kann. So. Und dann gebe ich das hier drauf. Das muss relativ kleinmaschig sein. Ich habe gesehen, bei den Dörrgeräten ist es meistens gar nicht so kleinmaschig, gar nicht so einfach, dass das da nicht so durchgeht. Genau, und dann streiche ich das hier zu einer großen und dicken Pizza. Ungefähr, ich glaube, so 3 cm ist ein ganz gutes Maß, dass man das dann macht. Ich mache jetzt mal eine kleine Pause und streiche das drauf und zeige dann nochmal, wie es aussieht gleich. So, hier ist jetzt die ganze Masse drauf und ja, es ist natürlich, desto dünner man es aufträgt, desto knuspriger und knackiger wird es, also so wie ein Knäckebrot, und desto dicker man es aufträgt, desto mehr wird es wirklich wie ein Brot. Also je nach Länge des Trocknens kann das natürlich auch richtig saftig noch innen drin sein. Das kann man dann einfach machen, wie man möchte. So, jetzt kann man das nochmal schön sehen. Ja, und wieso macht man das? Wieso backt man das jetzt nicht? Ich backe auch gerne Brot mit frisch gemahlenem Getreide, damit noch die ganze Energie im Brot ist. Man weiß ja mittlerweile, dass tatsächlich in Mehl, wenn Getreide frisch gemahlen wird, ungefähr eine halbe Stunde später ist schon die Hälfte an Nährstoffen verloren gegangen. Und deswegen haben wir auch eine schöne Getreidemühle und man kann ganz, ganz schnell sich ein super frisches, leckeres Brot machen. Aber warum mache ich das jetzt? Das ist natürlich nochmal eine Stufe frischer, nochmal eine Stufe nahrhafter. Also das Dörren oder Trocknen ist ja die älteste Konservierungsmethode, die es gibt.
Also das ist wirklich etwas, was man früher, ganz, ganz früher genutzt hat, um, ja, um Lebensmittel haltbar zu machen. Also das kann man ja mit allen möglichen Sachen machen. Das kann man mit Obst machen, das kann man mit Gemüse machen. Ich habe auch noch so ein paar nicht mehr so schöne Mangos. Da werde ich auch noch ein paar Mangostreifen machen und in der Sonne trocknen. Und es ist ein sehr schonendes Verfahren. Also wenn man diese Temperatur einhält von 40 Grad. Mal der Fritz, der trinkt lecker Vetiverwasser. Also wenn man das einhält, dann hat man wirklich noch fast alle Nährstoffe enthalten. Und das ist schon, ja, das ist schon was ganz Besonderes. Also das ist ein Energiebrot. Und das Allerallerbesonderste ist, durch das Nicht-Erhitzen, durch dieses schonende Verfahren, sagt man, ist noch die ganze Lebenskraft, die ganze Lichtenergie auch in den Lebensmitteln. Und man hat wirklich ja, etwas sehr, sehr Kräftigendes, Stärkendes. Also das ist nicht zu vergleichen, sowieso nicht zu vergleichen mit einem gekauften Brot. Das ist schon das frisch gemahlene nicht, aber es ist auch nicht zu vergleichen mit allem, was man so erhitzt. Und das merkt man wirklich. Also man braucht nicht viel, es ist ja auch sehr konzentriert. Ach so, ich habe noch ein bisschen Salz reingemacht, das habe ich ganz vergessen. Ich werde das nochmal in die Beschreibung besser reinschreiben. Es ist wirklich nicht viel, aber dass man genau weiß, wie man es macht, ist ja wirklich einfach. Ich muss nur gucken, dass die Wespen, die finden das ja auch ganz toll. Die wollen das auch gerne probieren. Aber die kommen hier nicht dran, ne? Aber irgendwie, naja, mal gucken. Ein kleines Stückchen kann ich ihnen draußen hinlegen, dann können sie das haben. Ja, und auf jeden Fall, hier ist noch die ganze Lichtenergie drin, hier ist noch alles drin, was man braucht. Und ich habe das jetzt einmal gemacht und so auf dem Weg mitgenommen. Und Joko und ich haben das geknafelt bei der Autofahrt. Und das ist wirklich so lecker und nahrhaft. Also ich mag es sehr, sehr gern. Ich mag die Konsistenz total gern. Es ist halt nicht wie ein Knäckebrot so ganz hart. Kann man machen. Also ich hatte jetzt eins, da hatte ich noch Cashewnüsse mit reingemacht. Das war dann natürlich ein bisschen weicher. Aber ich fand es super, super lecker. Und wirklich, man ist sehr lange, lange, lange satt. Sehr, sehr lange. Und man hat wirklich das Gefühl, man ist gut gesättigt. Also wirklich genährt. Und nicht nur ja, voll mit irgendetwas. Ne? Das ist ja das Entscheidende auch in der heutigen Zeit, dass wir uns nicht vollstopfen, sondern dass wir einfach wirklich nahrhafte Dinge zu uns nehmen, wo noch Lichtenergie und alles drin ist. So, ich guck mal, ob ich jetzt, wie das aussieht. Ich mache jetzt mal den Deckel drauf. Also diese, genau, so würde das dann aussehen. Jetzt habe ich auch das Handy noch drin. Ich mache das gleich noch mal in groß. So, jetzt sehe ich natürlich wieder nichts. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich mache noch mal einmal wechseln. Hier ist jetzt, genau, so sieht es jetzt aus. Hier sind die drei Etagen, also man kann die alle auch voneinander trennen. Die sitzen schön aufeinander. Es ist aus Holz und innen drin das Gitter ist aus Metall. So, und die sitzen wirklich gut zusammen. Und ja, jetzt kann das hier schön in der Sonne gedeihen, trocknen. Und ja, tatsächlich, sie sind ja gekeimt. Wer weiß, vielleicht keimen die jetzt auch noch ein Stückchen nach. Man könnte es vielleicht auch abdecken. Ich habe ja jetzt hier oben das Sieb mit den Algarobo-Kernen. Ich überlege, ob ich vielleicht noch ein Tuch drüber mache, dass es noch ein bisschen geschützter ist. Aber mal gucken. Ich beobachte das jetzt erstmal. Ich schaue mal ja, alle Bestunden schaue ich mal nach. Und dann bin ich mal echt gespannt, wie das jetzt gleich sein wird. Also normalerweise im Dörrgerät sagt man so, ich meine 8 Stunden normalerweise bei 42 Grad. Und jetzt, ja, mal gucken, ne? Ob das jetzt auch, das ist natürlich nicht konstant 40 Grad, das wird sicherlich ein bisschen variieren, aber man kann ja immer mal schauen. Das Brot sollte man, ah ne, 16 Stunden war das, 16 Stunden und nach 8 Stunden dreht man es oder so. Ich weiß das nicht mehr, ist auch nicht so wichtig. Ich werde einfach gucken, wenn ich merke, das lässt sich abheben. Also es ist schon relativ fest geworden und ich kann es umdrehen, dann würde ich es umdrehen und dann würde ich es halt nochmal ein paar Stunden auf der anderen Seite machen lassen und trocknen lassen. Ja, das mache ich einfach nach Gefühl.
Ich denke, das ist auch das Beste, weil das ist ja unser Brot, das geht mit uns in Symbiose, in Synergie und deswegen soll das auch mal so gedeihen, wie es möchte. Ja, das zum Thema Rohkost. Also Keimen generell ist einfach schon total spannend, wenn euch das interessiert. Man kann ja alles keimen. Linsen, Bohnen, Buchweizen, Hirse. Also, was kann man alles keimen? Amaranth, Quinoa. Ach, da gibt es also eigentlich unermessliche Möglichkeiten, wenn ihr gutes, lebendiges Korn habt. Das ist wichtig. Also, wenn ihr jetzt Korn habt, was ihr zum Beispiel im Supermarkt gekauft habt und ihr wollt es keimen lassen und es funktioniert nicht, dann hat das auch einen Grund. Dann ist da keine Lebensenergie mehr drin. Und das schon im Samen. Das ist natürlich echt nicht gut. Also guckt mal, dass ihr qualitativ gutes Korn bekommt. Am besten natürlich Selbstanbau. Aber das ist nicht so einfach. Oder ja, doch, Amaranth kann man eigentlich ziemlich einfach anbauen. Buchweizen eigentlich auch. Also das wäre dann noch die Stufe danach. Aber schaut, dass ihr gutes Korn bekommt, gute Samen und die dann über Nacht ankeimen lasst. Also bei uns, die sind wirklich so schnell am Keimen. Das habe ich noch nie erlebt. Also ich hatte welche aus Deutschland mitgebracht und die brauchten schon eine Nacht, einen Tag, bis man was sah. Sicherlich waren die schon am Keimen, aber bis man wirklich sah, auch da sind ja schon richtige kleine Spitzchen. Und nach 3 Tagen sind sie natürlich dann nochmal mehr gekeimt. Aber hier geht es wirklich mit dem, was wir jetzt hier von unserem Biohändler bekommen, geht es so, so schnell und wir können so schnell das verarbeiten. Also wir legen es über Nacht in Wasser ein und am nächsten Tag sind sie gekeimt und dann fangen wir schon an, sie zu essen, zu verarbeiten, damit zu. Also man kann sie natürlich so auch knuspern, man kann die auch so als ganze Körner in zum Beispiel in Bio-Sojasauce. Wie heißt sie denn noch, die wir hier irgendwas Tamaris, Tamari, irgendwie so. Da kann man die so ein bisschen drin schwenken und dann kann man die trocknen. Dann hat man einen ganz leckeren Snack, auch einen ganz gesunden. Ja, und man kann, also ich mache das auch mit den Hunden mit ins Futter mit rein. Die essen das super, super gerne. Und einfach so auch auf den Salat oder auf den Tisch. Also wir stellen das ganz oft auf den Tisch und wenn wir irgendwie eine Suppe essen oder irgendwas, dann werden die da drüber gestreut. Und dann hat man quasi wie so die Kräuter, die man sich drüber streut, als kleine Keimlinge. Also super energiereich auf jeden Fall und lecker, sehr, sehr lecker. Ja, da könnt ihr ganz viel rumexperimentieren. Macht das, lasst die Lebensenergie in euren Körper und nutzt alles, was möglich ist. Ich glaube, das ist eine Welt. Also für mich war das jetzt so eine totale Offenbarung nochmal, diese Keimlinge, also Sprossen, Rohkost. Das ist für mich nochmal eine unglaublich spannende Welt und ich tauche da gerade erst ein. Also ich experimentiere ja gerade erst seit ein paar Wochen damit und finde es jetzt schon so genial. Und das Schönste ist, ich habe das Gefühl, das ist einfach eine sehr, sehr nachhaltige, sehr, ja, Überlebens. Wie sagt man? Also damit ist echt das Überleben gesichert und das hat ja auch vielen Völkern das Überleben gesichert. Wir brauchen keinen Strom. Im Prinzip brauchen wir keinen Strom, wenn wir jetzt kein Dörrgerät haben, sondern nur die Sonne, brauchen wir keinen Strom. Also wir jetzt hier in Spanien, natürlich, klar, in Deutschland ist es natürlich, weiß ich nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber im Prinzip braucht man ja nur einen Tag. Um das zu machen. Ein Tag Sonne würde schon reichen, dann ganz viel trocknen und dürren und dann ja, kann man das nutzen. Und es ist lichtvoll, es ist energiereich, es ist nahrhaft, es ist super gesund, es sind alle Vitalstoffe enthalten. Man braucht keinen Strom, es ist super nachhaltig. Also, was gibt es Besseres als das? Ich weiß es nicht. Ich finde es einfach fantastisch. Ja, Obst, Gemüsescheiben kann man sich auch dürren und das ist einfach toll. Also ich finde es super spannend und ich mach das jetzt mal so probehalber und gucke mir das dann alles mal an und wir probieren ganz kräftig. Oh, wir sind jetzt schon total begeistert und von daher probiert es auch aus. Also man muss es einfach ausprobieren und das ist eine gute Sache. Okay, ihr Lieben. Also das dazu. Hier nochmal ein Blick auf die. Ich sehe leider nichts. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ich hoffe sehr. Also hier wird jetzt getrocknet und gedörrt. Ich mache nochmal einmal das Deckelchen auf. Ah, da ist es, da ist es.
viel Spaß.